Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier bei uns an diesem wunderschönen Ort. Nils, du bist jetzt schon wahrscheinlich 3, 4, 5, 6 Mal um die Welt gereist, oder? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Und wie ist dieser Ort? Hat er den Ort Kraftplatz verdient für dich? Auf jeden Fall. Deswegen stehe ich auch genau hier und wir dokumentieren ihn gerade nochmal aus der Luft. Geil. Ja, Nils ist hier wieder mal. Vielleicht kennen ihn die einen oder anderen. Wir waren schon zusammen in Kapstadt und haben auch schon 2 Podcast-Episoden auf dem Human Elevation Podcast online. Ich werde die Episode mal unten verlinken, weil die Podcasts mit Nils kommen immer sehr, sehr, sehr gut an. Und heute machen wir eine kleine Wanderung. Wir gehen auf die andere Seite dort und nehmen euch mit an einen anderen Kraftplatz. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Kraftorte. Und ja, dort kann man sehr gut Kraft tanken. Man kann sehr gut zur Ruhe kommen. Man wird kreativ. Es ist auch immer wieder richtig schön zu sehen, wenn wir den Live-Coaching-Day haben, dass wenn Leute hierher kommen, nur für einen Tag, dass da super, super viel passieren kann. Vor allem halt dann auch, wenn wir ins Coaching gehen. Wir haben hier die Gartenbeete jetzt auch gemacht. Plus hier nochmal weitere Bäume gepflanzt. Und ihr seht, da ist noch ein Bagger. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Wir werden hier da noch was machen. Eine kleine Parkbucht, denn wir haben einen VW-Bus geholt. Voll technologisiert. Unglaublich, was man damit alles machen kann. Also wenn ihr mal ein Video sehen möchtet über diesen aufgepumpten oder aufgepimpten VW-Bus, dann gebt ihr mal einen Daumen nach oben, schreibt mal kurz hin, ob das für euch interessant ist, denn wir werden mit diesem Bus im August wahrscheinlich für 3 Wochen nach Norwegen gehen. Wir haben uns diesen Bus geholt, aus verschiedensten Gründen, aber wenn ihr magt, da kann ich mal ein separates Video dazu machen. Das ist der Bus von Nils, der ist mit seiner Freundin hier, mit Johanna. Wir waren schon letzte Woche in Mühren unterwegs mit einer Gruppe von 40 Leuten. Habt ihr schon gepackt? Wir sind dabei, auf dem Sprung. Aha, okay, okay. Du bist die Freundin von Nils, ist das richtig? Mhm, richtig. Und wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs mit eurem Bus da draußen? 4 Jahre. 4 Jahre? Nein, im Stück 2 Monate. Okay, das längste, was ihr gemacht habt im Stück war? 2 Monate. 2 Monate. Aber das war auch erstmal genug. Wow, ja, ich freue mich sehr, mal 3 Wochen mit Julia unterwegs zu sein und mit Jackie. Weil es ist halt auch das Tolle, mit dem Bus können wir Jackie überall mitnehmen, unseren kleinen Hund. Weil mit Flugzeug, Übersee und so ist auch nicht optimal für ihn. Weil wir ihn dann hinten in den Frachtraum packen müssten und das, glaube ich, findet er nicht so cool, ja. Wie findest du den Ort hier? Ist das Kraftplatz approved? Superb. Also nicht zu übertreffen. Nee, es ist unglaublich. Man kann stundenlang einfach nur draußen sitzen und schauen. Das ist alles wie ein Gemälde, also es ist traumhaft. Super, freut mich. Habt ihr eine gute Zeit gehabt hier? Wunderschöne Tage bei euch. Schön. Ich habe eine richtig gute Nachricht für euch, weil wir mussten so lange warten. Aber es ist endlich soweit. Mein Buch Lebensmeisterschaft gibt es jetzt auch auf Audible. Das heißt, du kannst es jetzt auch hören. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, die mir gesagt haben, Patrick, ich lese einfach nicht gerne im Buch. Ja, weil lesen, okay, muss man gerne mögen, aber ein Hörbuch kannst du von überall hören. Du kannst es hören, wenn du im Auto bist, im Bus, wenn du unterwegs bist, beim Sport. Ich habe in meinem Leben so viele Hörbücher gehört während des Trainings, weil es ist einfach perfekt. Du trainierst deinen Körper, machst noch was für deinen Geist, aber auch sonst, wenn du im Flugzeug bist, wenn du unterwegs bist. Das Ganze gibt es jetzt auf Audible. Lebensmeisterschaft, sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung, schaffe inneren Frieden. Ganz einfach. Ich reiste viele Jahre die Welt und lernte zahlreiche Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten
und Rupturen kennen. Ich habe selber gesprochen. Das war auch ein harter Hustle. 4 Tage war ich im Studio und habe dieses Hörbuch selber besprochen, weil ich es wichtig fand, wenn ich schon ein Buch schreibe, dass ich es auch selber spreche. Und wie es da im Studio ausgesehen hat, hier auch nochmal einen ganz kurzen Einblick. So, da sind wir. Das ist das Mic. Da ist das Wasser. Meine Stimme hat sich auch wieder erholt, weil wenn du so 4, 5, 6 Stunden am Stück sprichst, cool, wir machen kleine Pausen, dann ist die Stimme irgendwann ein bisschen angeschlagen. Und wenn du heiser bist, dann ist es natürlich nicht optimal für ein Hörbuch, um ein Hörbuch aufzusprechen. Das heißt, meine Stimme ist wieder richtig fit und ready für die letzte Phase. Genau, wir sind bei Lektion 11, ne? Lektion 11. Erwecke deine Vision zum Leben. Sehr nice. Ihr seht, ich werde da vorlesen vom Laptop, weil es einfach für mich angenehmer ist, anstatt hier immer mit dem Buch. Es tut sich schwer, die Vision zum Leben zu erwecken. Es fragt sich, wo soll es losgehen? Wie ist der Weg? So, und wie war's, Salomon? Wie ein Trobi. Macht das sehr gut. Ich bin Fanna. Viel Spaß. Julia macht Psychologiestudium hier. Genau. Das ist gut, das kannst du heute alles online machen, ne? Ich habe auch so viele Ausbildungen auch online gemacht, weil es einfach super praktisch ist, weil du nirgendwo hinfahren musst. Ich habe in den letzten 4 Jahren so viele Ausbildungen gemacht, Coaching-Ausbildungen, Hypnose, Meditation, NLP, Traumatherapie, systematisches Coaching und so weiter und so fort. Ich studiere das Thema Bewusstsein. Das ist einfach meine Leidenschaft, das ist meine Begeisterung. Und ich sage immer, wenn du deine Berufung finden willst und sie leben willst, dann ist es unglaublich wichtig, dass du weißt, was dich begeistert. Also wo ist Begeisterung in deinem Leben? Und man kann das von verschiedenen Aspekten anschauen. Wir werden das heute in diesem Vlog auch nochmal anschauen mit Nils, weil Nils ist auch jemand, der seine Berufung gefunden hat und sie lebt. Das heißt, du wirst aus diesen Vlogs auch immer sehr viel für dich mitnehmen können, weil mir ist ja wichtig bei allem, was ich mache in meiner Arbeit, dass du dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln kannst. Ja? Stell dir ein Leben vor, wo du in den letzten 20 Minuten zurückblickst. Vielleicht bist du im Sterbebett und du blickst auf die letzten 20 Minuten deines Lebens zurück und denkst einfach so, wow, was war das für ein geiles Leben. So viel Freude, so viel Frieden, so viel Fülle, so viel Freiheit. Tolle, wundervolle Beziehungen. Ich habe auch was auf die Straße gebracht. Ich habe meine Ideen, meine Träume auch wirklich in diese Welt umgesetzt. Ja, weil es bringt dir nichts, wenn wir nur träumen, weil die Welt braucht Menschen wie dich, die ihre Träume auch wirklich in diese Welt hinein manifestieren. Und um das geht es am Ende des Tages in meiner Arbeit. Das ist Bewusstseinsentfaltung. Was ist schon spannend, wie wir zwei uns kennengelernt haben, ne? Ja. Vielleicht noch in Vegas, gell? In Vegas. Genau. Einfach in Vegas. Für die Leute, die schon länger dabei seid, ihr wisst, wir waren so oft in Vegas, auch mit Mischa unterwegs dort, Expo, an der Bodybuilding-Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Und dort haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und das ist echt krass, wie da auch so eine Freundschaft entstanden ist. Weil Nils ist schon auch immer so ein Impulsgeber bei mir im Leben, bringt immer wieder gute Impulse. Was ich sehr spannend finde bei dir, das habe ich auch gerade vorher schon gesagt, du bist jemand, der sehr, 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 sehr instinktiv seinem Ruf folgt, seinem Calling. Also ich würde sagen, du lebst deine Berufung. Wir haben gerade vorher darüber geredet, was du schon alles gemacht hast. Du hast eine Zeit lang warst du Pokerprofi, ne? In der Fotografie bist du tätig, an der Börse tradest du sehr erfolgreich. Du bist aber auch Coach, berätst Unternehmen, Unternehmer. Du bist so vielseitig. Wie würdest du beschreiben, hast du so einen guten Zugang zu diesem Calling, zu diesem Ruf? Also ich war mir gegenüber immer schon sehr rational, aber auch immer sehr ehrlich. Also wenn ich was nicht kann, dann habe ich jetzt nicht versucht, das unbedingt können zu müssen, nur weil andere zum Beispiel besser waren oder so. Dann habe ich gesagt, okay, das macht mir dann auch meistens nicht so viel Spaß, weil es gibt bestimmte Menschen, die sagen, ich muss jetzt das, weil die Eltern das erwarten oder weil die Freunde das alle machen und dann wollen sie da auch gut werden, aber sie haben einfach nicht das Talent dafür.
wie bei mir zum Beispiel mit der Medizin. Ja. Meine Familie sind viele Ärzte und ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Arzt, ja, weil ich das Ganze auswendig lernen und viel zu kreativ, mit dem Latein. Ja, ich bin eher der, wie du auch sagst, also der wirklich vom Herzen aus, vom Bauchgefühl, und weil ich halt sehr viel mit Menschen zusammenarbeite. Und dieses Gefühl hatte ich auch schon immer als kleines Kind, dass ich so wusste, okay, mich zieht's raus in die Natur, ich liebe diese Flexibilität, ich liebe aber auch diese Ungewissheit. Mm. Also ich bin ein Mensch, ich brauche nicht diese Sicherheit, dass ich zum Beispiel irgendwo jetzt ein festes Zuhause habe oder einen festen Freundeskreis oder zum Beispiel verheiratet sein muss. Oder ja, es gibt ja viele Anker, die viele Menschen als Sicherheit empfinden. Ich finde sie eher als einschränkend, und dann empfinde ich sie auch so, dass sie mir viel Zeit kosten, ja, weil man sich drum kümmern muss. Ich meine, man kennt das ja selber auch, dann kauft man sich dann eine Immobilie und denkt, oh, so schön, habe ich endlich ein Zuhause. Ja, und dann merkst du, ich muss mich um den Garten kümmern. Ja, ganze Steuersachen, da kommen so viele Sachen. Und viele Leute nicht auf dem Schirm. Genau. Die Konsequenzen der Entscheidungen. Und das Interessante ist ja, weil die meisten Menschen es ja sozusagen so gewohnt sind, die Eltern haben es so vorgelebt, die Freunde haben es vorgelebt, so, das ist so der Klassiker, man macht so diesen 9-to-5-Job, man macht die Karriere und dann muss halt das Haus, dann kommt die Familie. Man rutscht da rein in so einen Kreislauf, ne? Und irgendwann ist man im Kreislauf drin von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen. Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen. Dann schläfst du eigentlich im Leben ein. Ja, und das Interessante ist ja, man kennt es ja dann auch nur so. Die Schweiz ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, ne? Mhm. Dass man relativ wenig Urlaub hat, aber gut verdient, aber halt auch viel arbeitet. Und bei mir war es halt immer so, dass ich so, ja, rational war, dass ich selber gefragt habe, okay, was gibt mir das meiste, also dieses Gefühl, wirklich so intensiv zu leben. Und es sind immer so diese spontanen, ungeplanten, auch ungewissen Sachen, wo ich mich so auf mein Bauchgefühl verlasse, was viel mit Reisen zu tun hat, so wie jetzt auch. Ich weiß auch nicht, wo geht es als nächstes hin, wo zieht es mich hin. Also klar, jetzt haben wir gesagt, fahren wir runter Sardinien nach Griechenland und so weiter mit dem Bus. Sehr spontan, aber wir haben jetzt nicht irgendwie bestimmte Orte rausgesucht, wo wir hin müssen. Und das beschert uns immer wieder Situationen, und für mich auch, wo ich sage, krass, damit hast du gar nicht gerechnet. Ja? So wie wir jetzt auch hier sind, war ja auch mehr oder weniger spontan. Mhm. Dann erlebt man lauter Sachen, die einen unglaublich beeindrucken. Und erfüllen. Erfüllen auch, ja. Und wenn du es jetzt vergleichst mit zum Beispiel Menschen, die sehr viel Geld haben, also wirklich Multimillionäre sind, da sehe ich es häufig, sind auch eben auch Kunden von mir im Coaching, die dann sagen, ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich erlebe nichts mehr. Weil ja, die halt auch das auch. Geld haben, die können alles planen. Ja? Also die haben schon einen Flug geplant, Luxushotel geplant, da ist einfach alles mit dabei. Alles strukturiert. Genau. Und dann gibt es nicht diese Situation, wo, dass du zufällig irgendwo stehen bleibst, vielleicht eine Wanderung machst oder zufällig dich mit einer Person unterhältst, die dich vielleicht inspiriert. Das passiert sehr selten. Mhm. Ja, sehe ich. Also ich würde sagen, du hast einen sehr, sehr guten Zugang zu dir selbst. Du kennst deine Stärken, du kennst dich, du kennst deine Werte, du kennst den Sinn, du kennst deine Passions, wofür du gehst, wofür du nicht gehen möchtest. Und das ist ja der Schlüssel, also dieser Zugang, würde ich sagen, zu dir selbst, ist der Schlüssel, um deine Berufung auch wirklich leben zu können. Richtig. Wir haben uns jetzt hier diese Bikes geholt, oder wie sagt man dem, Roller? Trottinetz? In der Schweiz sagen wir den Trottinetz. Und hier musst du wirklich aufpassen mit den Bremsen, weil diese Bremsen sind so fein eingestellt. Wenn du da ein bisschen zu sehr bremst, dann, mit einer Hand ist auch noch nicht so schwieriger, dann kann das sehr, sehr böse enden. So, da ist der erste See. Schau mal, wie wunderschön es ist. Jetzt geht's da ein sehr steiles Stück hoch. Ich glaube, das sind ungefähr 410, 420 Höhenmeter. Dafür werden wir, denke ich, so 45 Minuten brauchen. Oh, das wäre schnell. 45 bis eine Stunde, denke ich. Ja, je nachdem, ja. Ja, wir können mal stoppen, ne? Ja. Eine Stunde. Ich habe mich mit Mischa schon hier richtig verschätzt, wie jetzt so, komm, wir machen noch den zweiten See und gehen darüber, ne? Jetzt sind wir so in 20, 30 Minuten dort. Irgendwie eineinhalb Stunden nachher gehabt, von dem See bis zu dem See da oben. Schaut mal, wie schön es hier ist. Das ist mal ein richtig krasser Vibe, oder? Da unten ist der See. Da gehen wir jetzt runter. Gehen wir baden. Das wird wahrscheinlich so 9 Grad, 10 Grad. Das ist richtig erfrischend.
Und schau mal, das ist vor der Haustür. Wunderschön. Und auch wenn du in Deutschland lebst oder in Österreich, ihr seid so schnell in der Schweiz. Easy, Zug, Auto. Wir haben am Live-Coaching Day immer wieder Leute, die kommen aus Hamburg. Die sind dann hier, einen Tag mit uns. Und dann hängen sie meistens noch eine Nacht dran. Zwei Nächte, je nachdem. Und dann machst du dir ein bisschen Urlaub. Und es ist immer schön hier. Frühling, verschiedene Farben. Sommer, die fernen sich auch alles. Herbst, ein Traum. Winter auch schön, weil es ist ein Schnee. Ne? Und es ist ein guter Platz hier. Ich war an vielen Orten. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr vielen Orten. Ich war in 44 Ländern. Und ich finde das hier einer der schönsten Plätze. Auch um zu leben. Ja, darum bin ich da. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwann nicht mehr hier bin. Dass wir irgendwann den Ruf verspüren, ins Ausland zu gehen. Nach Afrika oder sonst irgendwo hin. Wir wissen es nicht. Aktuell sagt mein Herz, hier ist der best place to be. Schaut mal diese Blumen hier. Johanno. Ich kann gar nicht hier hin zu laufen überhaupt. Okay, muss ich mal so aufpassen. Schön. So. Muss ich mal aufpassen. Zack. Schau mal, wenn du hier hochfällst, siehst du das. Wow. Mhm. Ja, wir werden jetzt dann gleich deine Drohnenaufnahmen hier genießen. Die dürfen wir verwenden, habe ich gehört, oder? Die stellst du uns zur Verfügung. Oh. 13, 14 Grad würde ich sagen, ja. Die sind voll aggressiv hier, die Fische. Echt? Ja, der geht voll an meinen Zeh ab gerade. Ja, weil du so viel lecker machst. Ah, schaffen wir das hier mit zu dritt mit dem Quad? Ja. Klar. Schau, ne? Also, das war die langsame Version von Patrick. Er kriegt mir direkt eine neue Frisur. Absolut cool. Ah, das war eine richtig schöne Wanderung gestern. Nils und Johanna sind mittlerweile gegangen. Ich hoffe, dieser Vlog hat dir gefallen. Wenn das so ist, lass einen Daumen da. Schreib mir in die Kommentare, weil dann weiß ich, dass dieses Format nach wie vor bei euch gut ankommt. Und wenn du irgendwo in deinem Leben stehst, wo du einfach merkst, du bist unzufrieden, da geht noch viel, viel mehr. Wenn du einem Job hinterher rennst, einfach weil du Geld verdienen musst, weil du glaubst, du musst Geld verdienen, aber dieser Job dich nicht wirklich erfüllt. Er ist monoton, du siehst keinen Sinn, vielleicht stiftest du auch keinen Wert, vielleicht hast du ein schlechtes Umfeld, dann lass mir dir sagen, du kannst das verändern. Ja, jeder Mensch kann seine Berufung finden und sie leben, auch wenn du noch vielleicht glaubst, oh nee, bei mir klappt das nicht, ich bin ein Spezialfall, wenn jeder seine Berufung leben würde, dann würde es dir gar nicht aufgehen. Doch, genau, dann würde es aufgehen, wir würden in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Glaub mir, ich habe mit über 1000 Menschen bereits zusammengearbeitet. Es ist absolut möglich, dass du deine Berufung findest und sie lebst. Und es beginnt immer mit dir selbst. Da in dir ist der Schlüssel. Mit etwas innerer Arbeit kannst du deine Berufung finden und sie leben. Wenn du da Unterstützung möchtest, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Du kannst dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit unserem lieben Paul buchen. Du kannst ihm alle Fragen zum Mentoring stellen, auch sonst alle Fragen, die du sonst hast, ja. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald auf der anderen Seite und arbeiten sehr intensiv für 12 Wochen miteinander, indem ich dich an die Hand nehme, dir über die Schulter schaue und wir deine Berufung richtig von innen heraus klar machen, sodass du ganz genau weißt, in welche Richtung dein Leben gehen soll. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer gerade bei dir ist. Mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.